Moin moin und willkommen zur nächsten Folge Mühlenkreis im Mittelland am Donnerstag. Heute mit dabei der Max, der Paul und der Krieger. Moin moin. Moin. Hallo. So, es geht weiter. Ich ernte noch den Raps und wir haben eine Mission angenommen. Feld 57, das ist das ganz kleine hier auf der Map. Bringt allerdings 18.000 noch was. Plus X für... Ja, plus X, wenn wir den Ertrag, der übrig bleibt, verkaufen. Ja. Max meinte mal, das ist so viel, wie die Dings bringt, die Mission. Oder irgendjemand anderes, kann auch sein. Auf dem Feld, oder was? Ja, das ich weiß nicht. Also ich hab's mal gehört, dass das, was die Mission so bringt, bringt der Ertrag, wo übrig bleibt. Nein. Das können wir jetzt ja im Grunde testen, ne? Ja, doch, das kam hin. Ja, dann wäre ich schon ziemlich enttäuscht, wenn es nur 18k gibt am Ende. Ja. Nochmal. Wieso, dann hast du 40k mit einem Feld, wo du eigentlich nur geerntet hast. Nicht ganz, aber... Ja, aber du brauchst halt dann auch... Ja, 37. Keine Ahnung. Wenn wir ja jetzt wissen am Ende. Wie viel gedüngt ist es denn? Gar keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, relativ wenig. Ich sag auch nichts. Gar nicht. Gedüngt ist es gar nicht. Stopp. Was ist überhaupt drauf? Gerste. Kalk, ist es wenigstens gekalkt? Ja. Es ist gepflügt? Ja. Und es hat kein Unkraut? Es hat kein Unkraut? Ja. Es ist Gerste drauf. Also hast relativ du als Kalk ausgewählt? Ja. In dem Fall jetzt schon. Oder Big Hall. Big Hall hast du auch, ne? Ja, halt einfach alles. Under Pressure. Genau, beim Crashen mal ein bisschen mit Under Pressure fahren. Das ja. läuft, sage ich euch. Das Profi-Tipp von Trelleborg. Yes. Aber, ja, damit fährst halt du schneller. Das ist ein Bug. Wenn der Drescherfahrer Under Pressure nimmt, fährt der 20 km/h mit dem Drescher. Ah ja. Genau, ist ein Anzeigefehler. Und so, dann fehlen immer die Punkte, deswegen muss Wühler mit dem Gabelstapler stecken. Mhm. Paul, wo soll ich denn den Rest gar hinstellen? Wo soll ich den mitnehmen? Ist mir egal, wo du den hinstellst. Denkst du, dass du hier noch 1000 Liter verbrauchst? 1037? Nee. Na, dann nehme ich ihn mit. Oder stellen zu Lucky, dann schaue ich hinter zu meinen Bienen. Nee, ich brauche keine Hänger mehr. Nein, das ist Saatgut. Wo muss das denn überhaupt hin? MGE. Ja, das ist nicht weit von der, von dem Feld. Ah, ja. Schade. Nee, das ist gar nicht weit. Schön, dass hier hinten keine Blitze sind. Da müssen übrigens auch die Zuckerrüben hin. Ja, das. Oh, hier steht sogar noch ein Traktor. Ich würde eigentlich immer dann direkt verkaufen im LKW, weil es lohnt sich nicht, zurück zum Hof zu fahren. Hier steht noch Saatgut. Nee. Aber am meisten Sinn macht es, wenn du mal einen Abtank von uns, wenn du Bescheid sagst, damit der Drescher. Also, ich muss sagen, das schaut echt. Nee, ich mach das schon alles gut. Na gut, dann mach das mal. Echt schön aus hier, unser. Was denn? Unser Plantage. Ja, Frage, wollen wir gleich ein bisschen vorspulen, damit wir Feld 4 noch ernten können? Schwierig. Oder ist es gedüngt mittlerweile? Ja. Max wollte doch düngen. Feld 3 und Feld 4 ist gedüngt. Jetzt wollte ich den Unimog nehmen und noch ein paar Missionen machen. Das ist auch noch nicht reif. Was ist auf der 3 denn drauf? Kartoffeln. Ach du Scheiße. Müssen wir uns ja wieder den Ruder ausleihen. Ach komm, an dem Ruder wird es jetzt nicht liegen, wenn wir damit 100k Einnahmen machen. Machen wir aber nicht. Sondern ja, wir machen nur 200k. Wir machen nur 50k damit. Aber du musst auch den Aufwand auch mal sehen, ne? Mit Kartoffeln. Ja, außerhalb der Folge der Aufwand. Ja. Also das ist echt nicht schlecht, was du mit Kartoffeln Geld machst. 56 haben wir jetzt 120.000 oder so gemacht. Ja, also überlegt mal, was wir diese Woche alles gekauft haben in den Folgen, ne? Ja. War interessante Woche auf jeden Fall wieder.
Haben wir noch einen? Ja, wir sind heute ist Donnerstag. Ach, Gott sei Dank. Morgen um 12.15 Uhr kommt auch noch eine Folge. Keine Sorge. Und falls du die Bäume, die Paul da gepflanzt hast, schon gesehen hast, die sind auch schon riesig geworden. Ja, ich habe dir das Bild gesehen. Aber jetzt schon wieder Holz machen würde ich nicht vorschlagen. So, das Rapsfeld ist leer. Den Raps, wollt ihr den verkaufen oder wollt ihr den einlagern? Ja, kannst du wegfahren. Dann mache ich das auch. Wie viel bekommt man für Raps? Agraria. Wo ist die denn? Das heißt nicht, wie viel das gibt. Agraria also, ist unterm Shop irgendwo, unterm Land. Dann. Okay. Wie viel gibt's denn? 1,3 oder sowas. 1327, ja. Ich muss dann auch gleich mal irgendwo tanken. Nee, Paul. Doch. Ich bin schon unter einem Achtel. Da geht nicht mehr viel. Hat irgendeiner was gemacht? Ich hatte ja gerade auch einen Körper. Ja, ja, wollte nichts sagen. Bin auch nur gerade mit 90 hier lang gefahren. Alles gut. So, dann verkaufe ich mal, wenn ihr nichts dagegen habt, den Raps. Nö, nichts dagegen. Na gut. Wir haben ja auch noch ein bisschen Weizen und ein bisschen Gerst am Hof, ne? Gerste 35. Und noch 6000 Mais und Kartoffeln, die brauchen wir auch zum Ansehen natürlich wieder. Und 160.000 Liter Zuckerrüben, die wollen wir auch irgendwann mal. Durch den Motor zweimal wollte ich den starten. Wollen wir auch mal bei Gelegenheit verkaufen? Ja, bei Gelegenheit. So, Agraria, wie komme ich da am schnellsten hin? Du nimmst irgendwann rechts, wo Paul gerade ist. Fährst du da lang? Ja, aber da muss ich ja. Ja, aber du kommst sonst nicht rein, müsstest sonst beim Shop fahren. Ja. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass die Eingänge auf der anderen Seite sind. Aber wer hat da was gekauft da? Max. Dünger. Ja. Da geht die Patte wieder weg, ey. Ja, für die Düngermission. Aber gut, wir haben auch schon für 155.000 ungefähr gesagt, haben wir auch schon Dings gekauft. Den Kollegen muss man mal grüßen, wenn er kommt. Felder haben wir gekauft, jetzt komme ich vor. Felder. Ach du Heilige. Hat mir keiner geholfen bei Dings, bei Dings, bei Dings. Ja, ich wusste nicht, was du meinst. Felder. Wie kannst du denn im LS Felder vergessen? Ich weiß es nicht. Aber es hat vorhin einer gefragt, wie man ein Schneidwerk ankuppelt, ja? Man kuppelt alles mit dem einen Buchstaben an. Ja, die Frage ist nicht wir, sondern wir. Also, ja, wie? Ja, nein, nicht wie. Den Buchstaben kann man auch mit einem Tier verwechseln. Was? Welchen Buchstaben drückt ihr, um ein Schneidwerk oder ein Gerät anzukuppeln? Der ist gut. Nicht. Ja, und es gibt auch ein Tier. Was so heißt. Haben wir schon einen Flug? Nein. Ja, wohin fliegen wir denn? Flug hatten wir mal gemietet, glaube ich, schon mal. Aber ich. Nee, wir haben nur Tiefenlocker. Nein, wir haben nur das Vertiefenlocker. Ja, einmal hatten wir es, glaube ich, mal gemietet, deswegen. Wir haben noch nie einen Flug gebraucht. Nee, wir haben auch keinen. Okay. Ja, dann sucht euch mal einen raus, weil ich bräuchte den eben. Querneland-Flug. Ich wollte es auch gerade sagen, den Querneland-Flug hätte ich gerne ohne Zug. Warte kurz mal, ich muss mal ganz kurz. Der ist relativ teuer dafür, dass wir nur zu Felder zusammenfliegen wollen. Warte mal. Dann nehmen wir den kleinsten. Nimm mal den Agromatz. Warte. Den für 14.000. Damit kann man ganz der andere, gut, den ja, taugt doch nicht. Damit habe ich schon mal im Singleplayer auch Felder zusammengefügt. Mit dem geht das ganz gut. Kleiner Fun-Fact. Den Werneland-Flug habe ich letztes Mal in echt gesehen. Das sieht richtig geil aus. Ja, habe ich auch in echt gesehen. Ich habe auch die Werneland-Spritze in echt gesehen. Ich habe mich sogar gewundert, dass es die überhaupt bei uns in der Nähe verbreitet gibt. So, das ist der Rapsverkauf, wenn ihr euch wundert, warum Geld reinkommt. Na, da wundern wir uns doch nicht, warum Geld reinkommt. Ich wundere mich gerade, ich drücke Escape, wie viele Missionen offen sind.
Wieso denn das, Krieger? Weiß ich nicht. Ich hab's erwartet, okay, Max seine eine Düngemission und meine eine Mission zum Ernten, ne? Er macht wieder Düngemission extrem, der Max. Das hat er schon mal gemacht. Aber was gut ist, er tut Feld 52 düngen. Das hat sie ja angetan. Das ist wichtig. Was kostet das nochmal? 277. Also das Feld, okay. Ja. So Leute, in 10 Minuten, ungefähr 10 Minuten, müssen wir die Folge Nee, an der BGA gucken. Ich denke, dass schon die Hälfte draußen ist. Ja, nein, wenn dann. Achso. Ohne jetzt locker. Also jetzt locker mal, die Hälfte. Ohne wirklich zu gucken, könnt ihr mal einfach schätzen. Wie viel von dem 50.000 weg ist, oder wie? Ja, oder wie viel noch drin ist, ist ja. Wir können nicht so lange warten. Warum? Weil ich habe vorhin mal bei 2 nach halber geguckt, da waren 5.000 weg. Also ich weiß nicht. Also wie ich den Torien hochgefahren war, waren 36 noch drin. Also ich denke, dass es schon noch reicht. Okay, dann reicht's. Warum hast du den gekauft? Achso, der weil wir den noch kaufen wollen, wir brauchen den ja wieder. Ja. Wieso brauchen wir den wieder? Deswegen wollen wir ja keinen so teuren. Wollten wir nicht keinen so teuren? Ja, komm. Ja, vielleicht auch brauchen wir. Wir haben auch einen Zeta gekauft, den wir nie gebraucht haben, einmal. Komm, wir haben es ja. Komm, denkt man sich in der Realität aus, wir haben 70.000. Was haben wir noch? Lass mal noch einen Flug drauf. Einer einen Hänger? Nein, wahrscheinlich. Ne? Ich kann die beiden Krone-Anhänger auf den Hof stellen, oder? Ja. Hatte ich es nicht gesagt, dass ich den kaufen will? Doch, das hatten wir schon mal vorher besprochen. Ja, vorher. Auch. Das hatte ich nämlich vor ein paar Wochen schon gesagt, dass wir den kaufen wollen dann. 86. 180, 80. Ich hätte auch noch einen Investitionsvorschlag. Jetzt kommt's. Hänger. Was denkt ihr denn? Was denkt ihr? Hänger. Nee. Wir wollen Hänger. Für sowas bin ich nicht. Ein Ladewagen wolltest du, oder was meinst du jetzt? Ja, das auch, aber noch was anderes. Soll ich euch einen Tipp geben? Ja. Es kostet 15.000. Soll ich jetzt echt alles durchgehen und gucken, was 15.000 kostet? Und wir haben schon öfters gekauft. Jetzt müsst ihr ja drauf kommen. Wir haben schon öfter gekauft? Ja. Wir kaufen doch Sachen nicht öfters. Doch. Hä? Dünger oder was? Komm, ihr müsst da raufkommen. Paul ist nicht dein Erstes, mit dem goldenen Johnny gefahren bist. Doch. Das ist wirklich nicht sein Ernst. Und Birnen C-Fix? Ja, von Birnen C-Fix. Birnen. Keine Ahnung, was kaufen wir denn öfter? Ihr habt schon öfters gekauft, hat jeder auf seinem Traktor. GPS. Für welches Fahrzeug? Unimog. Warum? wenn du zum Verkaufen fährst, willst du damit GPS jetzt fahren oder was? Nee, am Düngen. Aber wir können es auch lassen, es passt schon. Ja, es passt schon, würde ich auch sagen. Du musst ja auch nicht mit dem Unimog düngen. Oh. Aber der goldene Johnny passt hier zu dem Rapsfeld. Ah ja. Immerhin, ne? Ja, immerhin etwas. Larry, du könntest, glaube ich, 2 Missionen schon wieder. Ja, kann ich gleich machen. Ich bin gerade dabei, einmal die Tiere zu säubern. Noch am Abschluss dieser Folge. Ja, das Geld kannst du auch noch einnehmen am Schluss der Folge. Ja, mach ich auch gleich. Vielleicht schaffst du noch ein Feld. Das ist, könnte schon sein. Vielleicht darf ich ja mein Feld noch. Kann ja sein. Nee, denke ich nicht. Aber ich dünge lauter Felder, da wo Kartoffeln drauf sind. Und du wolltest noch eins kaufen. Das ist ernsthaft. Ich habe jetzt die 80. Ich glaube, die 80 und auf der 81 waren beides Kartoffeln. Nee, auf der 80 Kartoffeln, auf der 86 Kartoffeln. Mhm. Auf der 3 waren Kartoffeln.
Ich habe nur noch 31 Liter. So, alle Tiere sauber gemacht. Es wird noch nichts, Lucky. Du musst mir noch eine Spur fahren lassen. Ja, alles gut. Hast noch. Nein. Krieger, wie schaut's denn bei dir aus? Was meint ihr denn mal mit Eier verkaufen? Ja, kann man machen. Dann macht man sowas. Habe ich vorhin gesagt, aber nö. Wir haben 19 also Kartons und einen angefangen. Auf den Unimog aufladen. Ja, schau mal auf den Preis, Lucky. Gucken wir mal. Ah ja, wo sind denn Eier? Ganz hinten wahrscheinlich, ne? Bin ich weit. 3400. Aber wir haben keine 100 Liter. Keine 1000 Liter. Ein Eierkarton sind 150. Lucky hat gesagt, der hat 9, 19 oder? Volle. Ja, ja, wir haben also wenigstens mal 1000 Liter. Ja, wow. Ist noch nicht so, viel, ne? Lucky, drei Stück sind gemacht. Wie viel war das jetzt noch? 8 war das. 8 ist doch hier bei mir, oder? Nö. Es ist nicht nur noch ein Feld, Max. Nee, ich hab grad noch eins angenommen. Was ist denn die 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 9 ist da. Wo kann man eigentlich dieses Obst verkaufen? Am Hofladen. Ah. Wo ist denn die 8? Ich weiß nur, die 7 ist da unten. Die 8, die 9 ist da. Wo ist die 8? Die 8 ist beim Shop links daneben. Beim Hof 2 bei Lona. Ist so ein... Ach so, das ist lange da. Ein komisches. Ja, so ein... Eigenartiges. Was schreiben die denn da? Sieht aus wie eine 9, wenn in der Mitte was frei wäre. Ja, ja. So, zum Abschluss der Folge, bevor ich die beende, schwinge ich mich einmal rüber zur BGA und schaue, was drin ist. 18.630 sind auch drin. Ich glaube, in einer Stunde kommen auf 40 Stück, oder? 14.000. Ja. Gut. Das war die letzte Amtshandlung. Das war's für die Donnerstagsfolge. Schaut morgen wieder am Mühlenkreis Mittelland um 12.15 Uhr. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren kostet nichts. Glocke aktivieren auch gerne. Und schaut morgen wieder rein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.